Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zur neuen Runde LS19. Ja, wir sind am Silo pressen mit unserem schönen Glas Roland. Ja, und im Deutz. Ja, ich habe den mal genommen, weil der war gerade frei. Bei dem anderen, da ist noch der Striegel dran vom der Striegel dran jetzt hier vom Striegeln für die, also zum Aussehen eher vom Ölrettich, also von der Zwischenfrucht. Ja, und jetzt habe ich mein Silo, oder bin jetzt gerade dabei, mein Silo zu pressen. Bin auch schon bald fertig, also ist nicht mehr gar so viel. Die Ecke hier noch fertig und dann hier noch wieder drüben, dann bin ich schon fertig. Ja, wie gesagt, zusammen gemacht habe ich jetzt auch. Also heute Morgen, halt Mittag, und das Licht jetzt auch im Schwarz hier. Und wir haben ja schon 17 Uhr und ja. Und ihr könnt euch auch noch auf was Fass machen, was hier mit diesem Teil der Wiese passiert. Da kommt noch ein bisschen was, aber dazu später mehr. Seht ihr hier, da kann man düngen und hier nicht. Also hier kommt noch was hin. Könnt ihr euch noch auf was freuen. Aber was, das kommt dann noch. Ist ein bisschen blöd hier, aber naja. Boah, so ein paar Ballen gibt's. Gibt noch ein paar, also kann noch ein bisschen was machen. Das ist gar nicht schlecht. Wäre aber jetzt die Ballen nur wickeln und liegen lassen. Und die dann, wenn besseres Wetter ist, aufsetzen. Also besseres Wetter. Wir haben super Wetter, nur will sehen. Will absehen. Deswegen keine Zeit dafür. Das muss jetzt sein, weil das ist auch wichtig, dass wir Futter noch haben. Ja, ist genauso wichtig wie Mais säen und Zwischenfrucht. Wie Mais, wie Raps säen und Zwischenfrucht säen. Das ist auch wichtig. Das muss jetzt auch gemacht werden, sonst wird das nichts mehr. Zwar heiß, aber es soll noch regnen und dann ist gut. Dann lass mal machen. Ich habe überlegt, mal ein bisschen Getreide wegzufahren, aber irgendwie der Preis, der stimmt nicht. So 15,70 € für einen Doppelzentner Gerste. Oh, ist ganz okay, aber ja. Kontrakte muss ich ja noch abhandeln, aber wir haben mehr als genug Getreide. Also ich hätte euch noch mehr Kontrakte machen sollen. Das haben wir gekriegt, hat jetzt aber keinen. Wir haben gleich bei den Kontrakten für Doppelzentner, ich glaube, 18 € gekriegt. Das ist wirklich ganz gut. Da kann man schon mitrechnen, also das klappt schon. Bei der Gerste 18 und beim Weizen glaube ich 18, 18,50 €. Das ist wirklich gut, also da kann ich mich nicht beschweren. Gut, 18,50 € muss man mal im Verhältnis setzen, das ist nicht viel. Aber das deckt die Kosten und ein bisschen plus machen wir auf und daher. Ich sag ja, Selbstvermarktung macht's Hauptgeschäft und es hat auch was mit Selbstvermarktung zu tun, was jetzt hier hinkommt. Ja, auch unter anderem. Oh, so sieht's aus. Wo läuft das? Oh, die Wiese hier, die haben wir auch gleich weg, noch einen Schwatt. Was ist das? Ja, haben wir gleich zum Wickeln. Ich weiß noch gar nicht, welchen Schlepper ich nehme. Müssen wir mal sehen. Ja, der hier soll ja dann nachher gleich weiter zum Ober noch. Und mit dem anderen, mit dem Case, will ich gleich probieren zu sehen. Aber meine Frau hängt gerade das, glaube ich, alles an. Und ja, ich wickel noch schnell. Das dauert eine Stunde ungefähr. Dann bin ich dann auch fertig. Folie habe ich noch da. 70er Folie. 75er.
So, sind wir damit auch schon fertig. Und kann. Warum stellen wir jetzt? Die Presse müssen wir wieder einstellen, weil wir Schlepper brauchen. Ja, wir mähen dann auch weiter mit dem zweiten Schnitt dann die Tage, wenn das Wetter passt. Wenn wir mit dem Säen fertig sind. Ja, dann kommt, wenn man fängt. Naja. Oh, da dauert hier mit der Presse immer länger, ne? Das ist noch alle Garnpresse. Aber da habe ich auch schon mal überlegt, dass wir da mal eine andere kaufen, aber es fehlt da ein bisschen zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn ich ehrlich bin. Das, was wir da noch für haben, das kostet einen Haufen Geld noch, aber das war schon eingeplant. Alles gut, wir haben schon Rücklagen dafür gebildet. Das war noch vorm Landkauf geplant. Das ist alles schon mitberechnet. Wäre jetzt der Landkauf nicht gewesen, hätte ich Presse gekauft. Ganz klar, aber sonst jetzt mit dem Landkauf und der Sache, die wir davor haben, dann fehlt es. Also, es fehlt nicht zwischen Daumen und Zeigefinger, aber es wird enger. So, jetzt Wickelgerät dran. Passt ja jetzt im Fend richtig gut. Das ist eine 50er Folie, das ist keine 70er. Naja, auch egal. Aber da ist auch ein Heuballen. Der war noch in der Presse. So, geht's los. Und den nächsten. Ja, das funktioniert auch richtig gut. So, 6 Schichten drumherum. Er legt die jetzt auch gleich so hochkant dahin. Jo, genau. So, holt wieder das Herrn. So, hier muss ein bisschen aufpassen, das ist schon ziemlich da dran, aber es geht auch. Ach, herrlich. Das ist so schön entspannt hier. Kannst du hier mal so einen Jungen machen lassen, der keinen Führerschein hat? Kannst du entwickeln. So, ganz einfach. Aber wir haben ja momentan keinen hier, von daher ist in Planung. Ja, so sieht's aus. Ja, ja. Lass jetzt das Video so laufen. Wir machen dann auch später nochmal, also nicht in dem Video, aber in den nächsten nochmal wieder Zeitrafferaufnahmen. Hat man ja schon lange nicht mehr gehabt. Aber ja. Fällt mir jetzt nicht so ein, was ich so noch erzählen könnte. Ich habe eigentlich momentan nichts. Wir haben eigentlich alles erzählt. Ja, sonst Saatgut haben wir hier gekauft bei LG, Klimagrain. So, das haben wir schon gesehen, die 5-6 Hektar da an dem großen Stück und dann jetzt noch, wie viele Stücke? Ich glaube, 4 Felder noch, ja. Aber das hält sich im Rahmen. 3 noch. Also insgesamt 4. Ich glaube, ungefähr 13 Hektar Raps. Ist nicht ganz so viel dieses Jahr, aber auch schon eine Ecke, also reicht. Ein paar dann mehr den einen noch und die paar da noch, dann sind wir schon fertig, ist ja nicht viel der Ecke hier. Ah, ich weiß, ja, der zweite Schnitt ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber es geht. Also warum machen wir den jetzt im Ballen und fahren den nicht auf den Haufen? Ganz einfach, weil es sich nicht lohnt.
halten wir den Haufen da. Wir haben ja das ganze Technik hier noch. Und den Haufen brauchen wir. Also die Kammer, da kommt ja dann der Meister rein. Wir wollen auch noch einen Teil Körnermais machen. Also ich denke mal, wir werden um dieses Feld da dreimal außen rum häckseln und innen drinnen halt dann Körnermais noch ein bisschen was dreschen. Bilder. Weil wir brauchen für die Schweine noch Kipper voll. Damit das gescheit läuft. Apropos Schweine, da gehen jetzt wieder 5 Stück bei den Schlachter für die Selbstvermarktung, die halt dann in die Truhen kommen und die ihr dann kaufen könnt. Und ja, der Rest geht dann wieder im Großhandel. Das sind ungefähr, die wir jetzt wieder schlachten, 25, 30 Stück. Und ja, dann geht es immer weiter. Ich könnte ungefähr sagen, alle 3 Wochen wird frisch geschlachtet. Wir haben uns schon mal überlegt, ob wir das so machen, dass wir jede Woche halt frisch schlachten, aber das ist momentan noch zu viel Arbeit, soll aber reinkommen, dass wir halt jede Woche irgendwie selbst frisch in unser eigenen. Momentan bringen wir es halt zum Metzger und holen dann die Wurst hierher, dass wir halt selbst einen Selbstvermarktungsraum bauen und dann halt jede Woche selbst 1 oder 2 Schweine schlachten, dass ihr immer frische Sachen habt, aber so habt ihr dann ein paar Tage halt frisches Gehackte und auch frische Wurst, wie ihr es halt wollt. Aber dann auch wieder ein paar Wochen eingehackte. Aber halt dafür. Alle Wurst haben wir ja trotzdem haben wir auf Lager. Das kannst du ja halten, aber gehackte kannst du ja. Muss jeden Tag frisch eigentlich. Das machen wir ja auch. Riecht ja dann nur an dem Tag, wo wir schlachten. Weil wir wieder dann neu auftauen, das ist dann kein schönes Gehackte mehr. Das muss man dann braten. Das ist dann nicht gut, aber frisches Gehackte dann jeden Tag, ja. Oder wir machen es halt so. Also an sich so, das kann man dann ungefähr eine Woche machen. Man verkauft halt an dem Tag, wo wir schlachten, frisches Gehackte. Und dann danach lässt man sich halt Schweinehälften dann noch übrig, lässt sie halt da hängen. Und macht die dann noch wieder durch den Fleischwolf. Aber das haben wir ja momentan nicht. Also damit man. Wie zum Beispiel ein echter Metzger schlachtet ja auch nicht jeden Tag, aber der hat dreht dann noch wieder frisch welches durch und das ist dann besser. Das hält sich dann auch. Ja, wenn das im Kühlhaus dann hängt. Ja, das Fleisch wird dann beschaut davor und dann passt das. Ja, liebe Leute, so ist das. Aber ich sag dann auch wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Janni. Ciao.